Ich bin Erik, bin 33 Jahre alt. Ich habe 2005 mein Abitur absolviert und bin danach 3 Jahre als Gebirgsjäger zur Bundeswehr gegangen und arbeite als Schweißer. Ich bin in einer ganz behüteten und harmonischen Familie aufgewachsen, in einer ganz idyllischen und dörflichen Umgebung am Rande des Erzgebirges. Und trotzdem kam es dazu, dass ich im zarten Alter von 11 Jahren das erste Mal Haschisch geraucht habe. Das Zeug schlug bei mir ein wie eine Bombe. Ich war so fasziniert davon, dass ich beschloss, jeden Tag zu rauchen. Und eigentlich wollte ich mein ganzes Leben damit verbringen. Im Alter von 13 Jahren war ich dann so weit gewesen, dass ich durch den Verkauf an meine Freunde und Bekannten so viel rauchen konnte, wie ich wollte, ohne dass ich dafür Geld bezahlen musste. Zu der Leidenschaft, täglich zu kiffen, kam noch eine größere Leidenschaft dazu, nämlich die zu dealen. In dieser Rolle als Dealer bin ich komplett aufgegangen. Ich konnte mich richtig identifizieren damit und ich war auch richtig stolz, ein Dealer zu sein. Mit der Zeit wuchs nicht nur ich heran, sondern auch die Palette der Drogen, die ich verkaufte und konsumierte. Kokain, Ecstasy, Crystal, Magic Mushrooms. Und obwohl ich viele abschreckende Beispiele erlebt habe von Crystal-Konsumenten, wollte ich dann doch im Alter von 18 Jahren eine junge Frau imponieren und schnupfte meine erste Line Crystal. Der Stoff war damals hochrein und ungestreckt und ich war sofort abhängig gewesen. In den ersten 5 Jahren meines noch unregelmäßigen Crystal-Konsums geriet mein gesamtes Leben eigentlich schon ins Wanken und aus den Fugen. Ich verlor die Stellung als Dealer. Alle meine sogenannten Freunde wandten sich von mir ab. Ich konnte keine der Ausbildungen beenden und ich verlor meinen Führerschein. Das alles war aber eigentlich nur der Auftakt zu dem wahren Leiden in meinem Leben und zu der wahren Odyssee, die ich erleben sollte. Denn ich rutschte in eine ganz schwere Crystal-Abhängigkeit hinein, in der ich jeden Tag Crystal konsumierte, in ziemlich rauen Mengen von mindestens 0,5 bis 1 Gramm pro Tag. Diese Zeit sollte ganze 6 Jahre lang dauern. Nach insgesamt 11 Jahren Crystal-Konsum war mein ganzes Leben eine einzige Katastrophe. Mein Körper war eine Ruine gewesen. Die Droge zerfraß meine Nasenscheidewand. Ich litt unter extremer Schizophrenie, ich hörte also andauernd Stimmen. Ich litt unter massiven Verfolgungswahn. Ich war psychotisch und hatte mehrere Psychosen erlebt. Ich hatte mehrmals versucht, mir das Leben zu nehmen. Ich hatte auch mehrere Zwangseinweisungen in Psychiatrien erlebt. Manchmal war ich auch freiwillig dort gewesen. Als eine Ärztin mich untersuchte, durch eine Sonographie und auch meine Leber und meine inneren Organe anschaute, sagte sie mir in einem sehr strengen Ton, dass wenn ich nicht sofort aufhören würde mit meinem Drogenkonsum, dass ich meinen 30. Geburtstag definitiv nicht mehr erleben werde. Ich habe damals entschlossen, diesen Kampf nicht zu kämpfen. Ich hatte keinen Willen mehr, keine Kraft mehr, mich dagegen zu wehren, sondern aufzugeben und mit den Drogen unterzugehen und zu sterben. Und so kam die Nacht, die ich heute oft als meine tiefste Nacht bezeichne, in der ich wirklich im Sterben lag. Und in diesem Sterbenskampf hat Gott mir die Augen geöffnet für die Realität von Himmel und Hölle. Und alles, was bis dahin für mich vielleicht Vermutung war oder unreal war, wurde dann zur Wahrheit. Und in meinem Sterbenskampf rief ich mit aller Kraft den Namen Jesus. Danach begegnete er mir so heftig und so stark, dass ich ihm versprochen habe, wenn er mich dort rausholt, dann gebe ich ihm mein Leben ganz. Ich wachte dann eines Morgens auf und war ein komplett neuer Mensch gewesen. Heute, 4 Jahre nachdem das passiert ist, zähle ich mich persönlich zu den glücklichsten Menschen, die ich kenne. Jesus hat mich von allen meinen Süchten befreit, von allen meinen Leiden. Ich hatte keinen Verfolgungswahn mehr. Ich litt nie wieder unter Suchtdruck. Bis zum heutigen Tag habe ich nicht ein einziges Mal das Verlangen gehabt, Drogen zu konsumieren. Und das alles ohne Therapie, ohne Medikamente. Einfach nur durch ein Wort, was er gesprochen hat. Ich bin einfach so dankbar. Ich kann mit Frieden in meine Vergangenheit schauen.
Und Jesus hat all das Leid dazu benutzt, dass ich ihn wirklich als Retter und Erlöser in meinem Leben annehmen kann. Er hat all den Unglauben und all den Zweifel in Glauben verwandelt. Er hat alle meine Tränen abgewischt. Er hat mir eine neue Perspektive gegeben. Er hat mir noch ein viel größeres Geschenk gemacht. Er hat mir die Frau meines Lebens gegeben und an die Seite gestellt. Und seitdem lebe ich ein ganz, ganz neues Leben und bin sehr glücklich. In diesem Sinne, egal was du für Leid gerade durchmachst, und Gott ist dir ganz, ganz nah, das will ich dir gerne mit meiner Geschichte erzählen. Und er ist nur ein Gebet entfernt. Es ist einfach faszinierend, wie Jesus aus so einem kaputten und hoffnungslosen Fall wie mir einen der glücklichsten Menschen dieser Welt machen konnte. And I was waiting in the undertow. Set a drip fed away like bones. Unaware where my heart would flow. I was waiting in the undertow. And I was dreaming of a love I loved. I fell asleep within an autumn flow. I never knew I'd be so far.